Gibt es denn direkt irgendwas, einen Fall, der dir jetzt einfällt, wo du sagst, da weißt du nicht weiter? Da müsste man überlegen, ob da nicht wirklich irgendwas dabei war, was man nicht erklären kann? Ja, das kommt darauf an, wo du die Schwelle anlegst, ab wann es unerklärbar wird. Also meiner Meinung nach sind alle Fälle so, dass man wirklich nicht weiß, was da passiert ist. Also ich sag mal jetzt ein Standardbeispiel, da sagt eine Frau, ja, ich bin da auf die Veranda gekommen und da lag mein Mann tot und hat einen Schädel gespalten gehabt. Und dann das Gericht sagt dann, ach, gucken Sie mal, die ganze Wohnung war geputzt, die waren die Einzigen, die da waren. Wer soll die ganze Wohnung putzen und warum ist sie auf einmal so geputzt, als dass alles spiegelglatt ist? Dann haben wir eine Blutspur gefunden, die war aber an einer Stelle, wo eigentlich nur sie selbst hinkommen können. Außerdem haben sie sich gezankt, außerdem haben sie die Lebensversicherung verändert. Dann sagt die zu uns aber mit ganz klarem und hellem Auge, ja, ich war das aber nicht. So. Und jetzt wissen wir natürlich, dass die Leute lügen wie gedruckt. Ist ja klar, wenn sie irgendwie Ärger kriegen. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass wir dann grundsätzlich sagen, es kann keine andere Erklärung geben. Die muss nicht übernatürlich sein. Aber es fällt in meiner Welt ins selbe Lager wie was Verrücktes, Übernatürliches, weil niemand außer uns es überhaupt in Erwägung zieht, dass was anderes passiert sein könnte. Und das ist halt genau das, was du machst, sagen wir mal, in einem Horrorfilm. Ne? Da kommt man halt auf, wenn du auf den Speicher gehst und dann erwartest du halt auch nicht, dass die Katze runterspringt, auch wenn du es eigentlich schon 100 Mal gesehen hast. Aber da gehören irgendwie in unserer Logik vielleicht jetzt gerade keine Katzen hin oder weiß der Teufel. Es ist irgendwas, was so auf der Grenze zwischen wieso soll jetzt eigentlich keine Katze auf dem Speicher sein? Wieso soll jetzt eigentlich nicht jemand anders mit der Axt da lang gelaufen sein und so? Also und zwischen, ach, irgendwie geht's ja doch nicht. Also das ist es vielleicht eher. Es ist so die Grenze, so wie ein dünner Vorhang zwischen zwei sehr großen Möglichkeiten, so zwischen gut und böse, und möglich und unmöglich, schuldig und unschuldig. Und das sind Kategorien, die interessieren mich jetzt überhaupt nicht, sondern mich interessiert eher der kleine Vorhang dazwischen, weil der macht teilweise den Unterschied. Okay. Ich weiß nicht, ob du früher in deiner Jugend vielleicht auch mal Akte X gesehen hast. Hast du nie gesehen? Nee. Okay, da hing so ein Plakat in dem Arbeitszimmer, da stand drauf I want to believe und so eine fliegende Untertasse. Für mich war das irgendwie wichtig, weil das für mich symbolisiert hat, man will eigentlich dran glauben, dass noch eine andere Welt außer der sichtbaren ist. Wie ist das bei dir? Kannst du das nachvollziehen? Ja, also wir wissen ja, dass es eine Welt außerhalb der Sichtbaren gibt. Also alleine das, was wir sehen als Farben, ist ja ein Scherz. Also wenn du mir das Spektrum anguckst von den ganzen Wellen, also die dann ins Infrarote gehen oder ins Ultraviolette und dann darüber hinaus Radiowellen und so weiter, die können wir ja gar nicht wahrnehmen. Das heißt, wir wissen ganz genau, dass wir das allermeiste nicht wahrnehmen können. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, das heißt aber nicht, dass Aliens oder so rumlaufen. Ne? Ja, das stimmt. Aber man muss sich darüber klar sein, dass wenn du nur einen winzigen Bruchteil dessen, was messbar, real vorhanden ist, überhaupt nur wahrnehmen kannst, dann darfst du jetzt natürlich nicht so überheblich sein und sagen, alles, was ich im Jahr 2017, wo wir jetzt hier gerade sitzen, kenne, ist auch das, was es geben kann. Das ist ja Quatsch, naturwissenschaftlicher Blödsinn ist das. Das weiß jeder. Ne? Aber ob du jetzt an insbesondere Flugscheiben, irgendwelche verrückten Technologien, Aliens oder sonst was glauben willst, das ist ja Geschmackssache, weil aus dem Science-Fiction-Bereich, besonders aus so Sachen, die so aus der Philip K. Dick-Ecke kommen, also Minority Report, Blade Runner, was weiß ich was, da sieht man schon, dass außerordentlich viele Sachen passiert sind. Mir ist das egal. Ich würde mal eher sagen, ich möchte nicht glauben, ich möchte nicht glauben, ich möchte prüfen. Also das ist das. Und wenn es nicht prüfbar ist, was ist Gott? Kann man überhaupt nicht definieren. Zumindest habe ich bis jetzt noch nie eine Definition gehört, außer irgendwelchem schwurbeligen Scheiß. Dann kann ich es auch nicht prüfen. Aber wenn was Prüfbares ist, wenn du eine Definition gibst, dann habe ich Spaß daran, manchmal. Okay. Also wenn ich jetzt zurückdenke an Star Trek zum Beispiel, diese alten Folgen, da waren ja irgendwelche, da gab es Tablets und so weiter, 40 Jahre bevor die entworfen wurden. Ist das auch irgendwie was Visionäres, was dann irgendwie doch Einzug halten kann irgendwann mal? Also die meisten Zukunftsvorhersagen sind falsch gewesen. Also ich habe mir die Sachen besonders aus den 60ern angeguckt, wo eher die, sagen wir mal, die vernünftigeren Leute, eben gerade nicht die ganzen Druppis wie Philip K. Dick oder von mir aus auch teilweise Isaac Asimov, der auch über den Rand gucken wollte und so, wo also eher die vernünftigen, die Leute mit dem grauen Anzug und dem ordentlichen Frisur und so. Und die lagen fast immer komplett daneben. Also da hast du wirklich, die Bücher sind 95% stimmt es einfach nicht. Und da sieht man auch, dass es kein technologischer Twist and Turn ist, sondern dass die einfach wirklich daneben gelegen haben. Auch mit der Einschätzung, was nicht sein kann. Und tatsächlich
ist es so, dass die Druppis haben ein besseres Gespür. Also gerade, auch wenn du dir Disney-Filme anguckst, die ja auch total psychedelisch teilweise sind, die Leute haben irgendwie auf die Art ein besseres Gespür, weil die in ihrem Gehirn scheinbar mehr Bereiche miteinander vernetzen, die der normale Mensch jetzt nicht miteinander vernetzt. Wenn der normale Mensch sagt, nein, das ist nicht vernünftig, nein, das steht nicht mit meiner Erfahrung im Einklang. Nur, es geht nicht darum, ob es vernünftig ist oder mit der Erfahrung im Einklang steht. Ich persönlich, als jemand, der schon sehr lange auch so Zukunftsvorhersagen aus technologischer Sicht sich mal anguckt, so ich überlege mir immer nur, okay, ist es komfortabel, dann wird es wahrscheinlich irgendwer entwickeln. Ob sich es auf dem Markt durchsetzt, ist eine ganz andere Frage. Man weiß ja unheimlich viel über All und über das All und über Milchstraße, über den eigenen Ozean auf der Erde weiß man extrem wenig. Hältst du es, ich weiß, das ist jetzt total spinnert, ist aber egal, hältst du es für möglich, dass da unten im Ozean, das muss nicht H.P. Lovecraft sein, dass da irgendwas existiert, was wir wirklich nicht kennen und was unseren Rahmen von dem, was wir uns vorstellen können, eventuell sprengt? Das passiert jeden Tag. Wir finden jeden Tag im Ozean, gerade in den tiefsten Bereichen, Lebewesen, die komplett das herausfordern, was wir kennen. Was die meisten Menschen vielleicht nicht so wissen, ist, dass in den Naturwissenschaften gehört das dazu. Also wir wissen, dass wir Dinge entdecken werden, die wir nicht verstehen und die möchten wir gerne erforschen. Wir sind ja die kleinen Nerdkinder, die halt gerne alles auseinanderbauen und möglichst wieder zusammenbauen oder heutzutage eher einfach mal angucken und vielleicht auch in Ruhe lassen und das System erstmal verstehen wollen. Also Beispiele aus den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, Bakterien, die in heißen Ölquellen unter riesigen Drücken leben. Dann die Entdeckung, dass dieses, was man von Vögeln schon relativ früh geahnt hat und dann auch wusste, dass die eine magnetische Orientierung haben, dass das auch bei anderen Tieren ist. Zum Beispiel der eine, der sich die Mühe gemacht hat, da mit Google Earth die Ausrichtung der Kühe auf den Weiden sich anzugucken. Oder dass Hunde sich zum Beispiel auch, wenn die Kot ablassen, auch entlang solcher Linien orientieren. Ich denke mal, wenn du das vor 7, 8 Jahren jemandem erzählt hättest, in einer wissenschaftlichen Veranstaltung, dann, also du wärst, gut, man schmeißt da keinen raus, aber das wäre dann so wie, okay, lass den mal reden und dann so, genau, ne, aber nicht bloß keine Nachfragen stellen. Und diese Sachen kommen alle raus. Also wir wissen sicher, dass es extrem viele unentdeckte Dinge gibt. Leider stirbt jetzt halt gerade, im Moment stirbt uns alles unter den Händen weg. Wir haben das riesige Insektensterben, riesiges Amphibiensterben. Die Meere sieht man jetzt gerade bei der nächsten, gerade jetzt ist April 2017, jetzt haben wir die nächste große Bleiche gehabt im Great Barrier Reef. Das ist auch schon alles sehr lange bekannt. Vor 20 Jahren wusste man schon, dass die Korallen da als erste dran glauben werden, im großen Stil, durch relativ kleine klimatische und Umgebungsschwankungen, aber dass da massenhaft unbekanntes Zeugs draußen ist, das ist sicher bewiesen. Ich will auch noch ein letztes Beispiel sagen, Craig Venter, der dafür gesorgt hat, dass das humane Genom komplett durchsequenziert wurde und dadurch den Regierungsstellen so richtig, richtig mit der Feuerpeitsche, die hat er vor sich hergetrieben, sodass sie dann gleichzeitig das veröffentlicht haben, aber in Wirklichkeit war er das, der das vorangetrieben hat. Ein privater Mensch mit einem privaten Institut hat dafür gesorgt, dass das humane Genom schnell entschlüsselt wird. Auch mit einer Technik, die anderen nicht verwendet haben. Der ist zum Beispiel hingegangen, also der weiß jetzt, dass die Dinge, die er tut, oft am Ende ein interessantes Ergebnis bringen, auch wenn vorher ihm alle einen Vogel zeigen. Und dann ist er hingegangen, ist über die Meere gefahren und hat einfach nur alles an Lebewesen, von dem man weiß, dass man 99% davon noch nicht mal richtig beschreiben kann, was das ist, rausgefischt und hat gesagt, gucke ich mir einfach nur die DNA an. Und im Laufe der nächsten 25 Jahre werden wir das ja dann schon alles zuordnen können. Paff hat er gemacht und ein Wahnsinnsprojekt gemacht und hat also quasi wir haben jetzt die genetischen Codes von den Lebewesen, wir wissen aber überhaupt nicht, was für Lebewesen das sind. Also das ist, in dieser Welt leben wir gerade jetzt, dass super viel unbekannt ist. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, dass man als Mensch seit 100 Jahren länger davon träumt, mit irgendeinem anderen intelligenten Wesen Kontakt zu haben, aber irgendwie passiert das nicht. Glaubst du, also viele Wissenschaftler oder Astrophysiker sagen, es ist einfach eine Frage der Zeit und es kann nicht sein, dass wir in dieser unendlichen Weite die einzigen intelligenten Lebewesen sind, um jetzt mal unsere Form, unsere Schablone von Intelligenz. Glaubst du tatsächlich, dass wir, also du kannst natürlich frei antworten, dass wir die einzigen sind? Ja, also wenn man jetzt
wenn man drüber nachdenken will, ob es irgendwo noch Intelligenzen oder sagen wir mal biologische, vernetzte Organismenwelten geben kann, dann ist die Antwort auf jeden Fall ja. Das kannst du durchrechnen. Gerade auch erst jetzt, auch in ganz jüngster Zeit, kommen ja sehr, sehr viele neue Daten von den ganzen, sagen wir mal, Weltraumteleskopen sozusagen. Und ich meine, keiner guckt sich jetzt zum 100.000. Mal die NASA-Seite an, wo das immer alles auch wunderbar veröffentlicht wird, kann ich aber sehr empfehlen. Also man weiß, dass das auf jeden Fall da draußen ist. Man weiß aber jetzt gleichzeitig auch, dass die Distanzen so groß sind, dass mit den heute bekannten physikalischen Gesetzen es kaum möglich sein wird, dass wir das noch erfahren, weil Menschen einfach zu kurz auf der Erde leben werden. Also die Zeit, in der Menschen auf der Erde leben und auch technologisch dazu in der Lage sind, sich jetzt über irgendwelche Funkwellen oder sonst was auszutauschen, die ist zu kurz, weil die Distanzen so groß sind. Das ist ja scheiße eigentlich. Das ist, ja, was heißt, es ist scheiße? Ich meine, andererseits finde ich es irgendwie auch beruhigend. Also einerseits ist draußen alles super leer und da ist irgendwie nichts und es expandiert alles und kollabiert dann irgendwann wieder. Aber andererseits, da draußen ist halt noch jemand, den so wie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wieso, wenn du eine Fernbeziehung führst, da weißt du, der andere ist irgendwo da draußen und okay. Aber da kann dich nicht stören und kannst deine Pizza alleine auf der Couch essen. Ja, so einerseits oder andererseits, es ist auch eine gewisse Beruhigung, da ist noch jemand und so. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Aber es ist ganz, ganz sicher, dass es da draußen in den für menschliche Gehirne nicht mehr prozessierbaren Mengen von Welten, und ich will gar nicht von Galaxien und Sternenhaufen und sonst was reden, auf jeden Fall Möglichkeiten gegeben hat, nicht nur, dass diese vernetzten biologischen Lebewesen existieren, sondern auch das Raumtransport, zum Beispiel mit so von Neumann-Maschinen, die sich dann selber bauen können, dass es das geben kann. Das ist sicher. Eine andere Frage, die jetzt wieder so ein bisschen in deine Richtung geht, glaube ich. Es gibt einen Film, der heißt 21 Gramm, also 21 Gramm. Der handelt mehr oder weniger davon, und diese Theorie ist auch schon alt, dass ein Mensch, wenn er stirbt, 21 Gramm Körpergewicht verliert. Und es heißt, das wäre die Seele. Jetzt den Experten gefragt, was ist da dran oder was kann da dran sein? Ja, ein Kollege von mir, es gibt immer so Kollegen, die versteifen sich in was. Ein Kollege, der hat sich halt eben versteift, wie Christus, wenn überhaupt, ans Kreuz genagelt sein musste. Also jeder hat da so sein Ding, was er dann manchmal durchzieht. Und ein Kollege, oder ein, nennen wir es mal Kollege, hat dann versucht zu messen, ob man die Seele nicht einfach messen kann. Die Idee ist sehr, sehr gut. Die ist überhaupt nicht doof, weil wenn man Dinge messen kann, dann kann jetzt keiner mehr sagen, das gibt's nicht. Das ist so wie mit Tierarten, also kryptozoologische Tierarten. Das wurde extrem belächelt. Die Fortune Times aus England hat dann auch regelmäßig Berichte gemacht. Und dann tauchten nach und nach diese kryptozoologischen Arten leider auf. Also dann waren sie messbar, dann waren sie da, dann konntest du das Ding nehmen und dahinstellen. Dann war es einfach da, gibt's nichts mehr zu diskutieren. Keine Spur im Schnee oder sowas. Und da sind schon einige Arten noch entdeckt worden. Also das muss man sagen. Also deswegen anfassen, messen, das ist schon mal gut. Und er hat jetzt gesagt, wenn die Seele was Gegenständliches sein sollte, dann hat sie halt ein Gewicht und hat dann die Leute beim Sterben gemessen. Das Blöde an der Sache ist, und das wird natürlich dann nicht aufgegriffen in Storys, wo es halt eine schöne Geschichte geben soll oder wo es unheimlich sein soll, es gibt keine Waage, die das messen kann. Also also erstmal ist der Moment, wo du stirbst, gar nicht definiert. Es gibt keinen Menschen auf der Erde, der einen festgelegten, universal gültigen Begriff vom Todeseintritt hat. Aus biologischer Sicht stirbst du langsam ab dem 24. Lebensjahr, weil sich die aufbauenden Funktionen verlangsamen. So, das heißt, dann aus transplantationsmedizinischer Sicht bist du tot, wenn der Gehirntod eingetreten ist. Aber das Herz kann noch schlagen, problemlos. Aus rechtsmedizinischer Sicht bist du tot, wenn du Totenflecken bekommst oder zerstückelt bist oder sowas. Also selbst die fachärztlichen Kollegen können sich nicht und Kolleginnen können sich nicht einigen, wann du tot bist. Das ist schon mal das erste Riesenproblem. Das zweite Problem ist, dass natürlich die ganze Zeit aus dem Körper Wasser verdunstet, dass du Urin verlierst, wenn du stirbst, also in dem Moment, den so die meisten Menschen, dass du Kot verlierst, fast immer, dass einfach Wasser verdunsten kann, auch nochmal durch eine Reaktion, wo er einfach nochmal viel schwitzt und dann verdunstet das. Und das ist überhaupt nicht mehr in der Messgenauigkeit von, da gibt es verschiedene Werte, 10 Gramm, 18 Gramm, 21 Gramm. Das liegt da einfach nicht drin. Das kann jeder selber zu Hause ausprobieren, der sich mal auf eine Waage stellt. Da reicht es schon, dass man sich ein bisschen nach links stellt oder runter geht, nochmal drauf geht oder einfach nur eine halbe Stunde wartet, wieder auf die Waage geht. Teilweise wiegt man dann scheinbar mehr, obwohl man überhaupt nichts gegessen oder getrunken hat als vorher. Und auch nicht mehr angezogen hat. Also das sind einfach Messungenauigkeiten. Und deswegen ist das
die Fragestellung, die er da beantworten wollte, ist so nicht beantwortbar, weil man eben, wie gesagt, nicht weiß, wann der Tod genau eintritt. Aber selbst wenn man sich darauf einigt, hat man diese Verdunstungseffekte und die Messungenauigkeit. Und diese drei Sachen sind nicht in den Griff zu kriegen. Ist unmöglich, geht nicht. Es gibt diese ganzen alten Vampirgeschichten haben ja einen historischen, märchenhistorischen Hintergrund, nämlich die Untoten, die durch Krankheiten aufgeschwemmt sind, wo das Blut aus dem Körper getreten ist und Menschen, die noch lange nach dem Tod lebendig aussahen, ist alles biologisch irgendwie erklärt. Aber meinst du trotzdem, sowas wie ein Vampirwesen oder sowas mal irgendwie zu finden oder ist das echt mal, ist das nur Quatsch? Also Menschen oder ja, würden Sie selber nicht sagen, also Menschen, die sich als Vampire sehen, kennen wir ja. Also ich habe ja da zusammen mit meiner Frau haben wir ja umfangreiche Literatur, also wissenschaftliche Literatur zu produziert, die ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nach der Definition des unheimlichen, gruseligen, aber spukigen, horrormäßigen Menschen, die Blut trinken und das irgendwie sich auch sonst nicht gut fühlen, wenn sie es nicht tun. Das kannst du natürlich jetzt versuchen, sozial zu erklären oder kulturgeschichtlich oder psychologisch oder psychiatrisch oder biologisch. Da kannst du jetzt viele Erklärungsmodelle bieten, aber auch hier ist es wieder so, es ist eigentlich viel einfacher, sich einzugestehen, dass diese Menschen rumlaufen, und zwar weltweit. Es gibt auch eine Studie von den amerikanischen Kollegen, die sogar weltweit sich das angeguckt haben, nicht wie wir nur in Deutschland und in der Schweiz und in Österreich. Und das ist einfach vorhanden. Und also es gibt nichts, was dagegen spricht oder nichts widerlegt, dass das nicht schon länger so ist. Also wenn wir heute weltweit gucken, sehen wir, dass das halt ein paar tausend Menschen sind, die diese Identität aufgreifen. Dann kann man natürlich sagen, na gut, die haben jetzt aus Hammer-Horror-Zeiten, haben die irgendwas aufgegriffen oder auch schon mit Dracula oder auch vorher noch mit älteren Geschichten von Nachzehrern oder dann später mit Murnau und so, die Untoten und die Leute mit dem bösen Blick. Aber beweisen kann man das nicht. Vielleicht ist es ja irgendwas, was manchmal als kleiner, wenn man so eine Gausskurve hat, dann am Ende der Gausskurve ab und zu mal auftritt. Und vielleicht haben die das auch schon vor 200 Jahren gesagt oder vor 400 Jahren. Oder die anderen haben das drauf projiziert auf das Verhalten dieser Menschen. Also auch hier ist es eigentlich einfacher zu sagen, ja, also gibt's, aber die Frage ist, ob das die Definition ist, die du jetzt gerade hast. Also ob das jemand ist, der zum Beispiel seine Gestalt wandeln kann und dann zu lauter Mäusen oder Ratten zerfallen kann oder sowas. Ne? Das ist eine ganz andere Frage, aber vorhanden ist das alles. Also all diese märchenhaften, übersinnlichen, horrormäßigen Elemente lassen sich auch auf einer etwas schöneren Ebene als der jetzt ganz hart naturwissenschaftlichen, lassen die sich in der, also sozial darstellen. Also ich wüsste jetzt gar kein Beispiel für irgendwas, für irgendeine Märchen- oder Grusel- oder Horrorfigur, wo ich nicht, wenn ich länger drüber nachdenke oder in Literatur gucke, einen Anknüpfungspunkt finde, was damit gemeint gewesen sein könnte. Okay, was anderes ist der berühmte Untote. Ich meine jetzt nicht den dämonischen Vampir, sondern jemand, der, was weiß ich, lebendig begraben wurde. Das scheint es ja tatsächlich zu geben. Also gibt es das tatsächlich oder gibt es Leute, die wieder aufwachen oder wie gibt es da verschiedene Modelle? Nee, gibt es auf jeden Fall. Also die sogenannten Untoten, die man jetzt im normalen, nicht übersinnlichen Kontext kennt, das sind halt Leute, die sehr, also quasi keinen Puls mehr hatten oder die Atmung nicht. Viele Leute denken auch, man könnte mit so einem Spiegel unter der Nase die Atmung messen oder indem man die Finger irgendwie auf den Puls legt. Aber das kannst du bei Leuten, die jetzt sehr, sehr schwach sind und schlapp sind, überhaupt nicht mehr messen. Die atmen auch teilweise super selten und flach und der Puls ist auch nicht messbar. Da musst du schon mit Geräten dran gehen. So, früher haben die Leute diese Geräte aber nicht gehabt. Und wenn jetzt jemand sehr lange krank war und auch total ausgezehrt und schwach war, dann hat man natürlich gesagt, okay, also der kann ja gar nicht leben. Wie sollte das jetzt funktionieren? Und man spürt nichts, keine Todeszeichen nach damaligem Maßstab, obwohl es heute auch noch Leute versuchen. Und dann gab es das schon, dass die beerdigt wurden. Wir wissen das deswegen, dass das sicher nicht einfach nur so Überlieferungsfehler sind oder so, weil auch heute noch regelmäßig in der Zeitung liest man es, wenn man weltweit guckt, ungefähr ein- bis zweimal im Jahr immer noch, Leute wirklich dokumentiert, also da steht dabei, welchem Arzt es passiert ist, in welcher Klinik, so, du kannst dann da anrufen und so und kannst das selber prüfen, also das ist jetzt nicht mehr vom Glauben oder sowas abhängig, da wachen denen die Leute dann irgendwo auf, weil man halt gesagt hat, hier brauchen wir jetzt keine große Apparatemedizin dran machen, das ist oft eine uralte Frau, sind es oft 95-jährige Frau. Und häufig sterben die dann auch. Also die Situation, die eigentlich die häufigste ist, die es dann auch in die Zeitung schafft, ist, die liegen schon im Kühlraum
meistens vom Krankenhaus, hat gar nichts mit Rechtsmedizin zu tun. Und man sieht dann, dass sie irgendwas gemacht haben, also was sie wirklich selber gemacht haben müssen. Das gibt es tatsächlich. Also. Doch, das gibt es so ein, zweimal im Jahr, schafft es in die Literatur rein. Und das ist aber auch kein Wunder, weil wenn du keine Todesfeststellung mit Geräten machst, sondern dich eben auf das verlässt, was deine Erfahrung ist, dann kann es natürlich passieren, dass diese extrem flachen Menschen, das, was Fakire auch machen. Fakire können das ja auch, die haben ja auch, wenn die das trainieren, kaum Herzschlag, kaum Puls und so weiter. Und das ist hier natürlich noch viel extremer bei den alten Leuten, weil man da eben, wie gesagt, sowieso glaubt, dass die jetzt tot sind. Und dann erfrieren die oft oder, ja, ich weiß nicht, verdursten vielleicht auch oder so. Und dann gibt es halt immer natürlich riesige Haftungsprobleme, dann wird das wieder vertuscht. Dadurch kocht es aber erst recht hoch, was für uns gut ist, weil dann kriegen wir es mit. Also diese Art von, sagen wir mal, falsch diagnostizierten Todeseintritten, die gibt's und die gab es früher sicher viel, viel häufiger noch. Über Zombies, ich finde Zombies deswegen faszinierend, also diese alten, weil die ja tatsächlich aus dem alten Mythos da aus Haiti stammen, aus diesen der Ansatz war ja, Menschen den Willen zu nehmen und die Seele in einem Tongefäß aufzuheben. Und daraus ist dieser moderne Zombie, der jetzt halt nur noch irgendwie da rumfrisst und so geworden. Hast du dich mit so alten Mythen mal beschäftigt? Was ist da für dich so das Interessanteste? Oder gibt es irgendwelche Mythen oder Kulturen, die du besonders spannend findest? Ja, ich mag halt generell so alles, was so synkretistisch ist, so wie Hoodoo, Voodoo und so, wo einfach alles immer schön zusammengeschmissen ist. Das finde ich ganz nett, weil das zeigt halt, dass die Religionen sich erstmal vertragen können und dass man halt auch irgendwie eine dicke Party draus machen kann aus dem ganzen Ding. Also nicht immer alles immer nur so, oh, ich bin schuldig und ein Wurm und das ist der christliche, genau. Und so, ne? Ja, ja, genau. Oder ja, oder auch andere, wo so allmächtige Figuren, die alles können und alles wissen, als Einzelfigur auch regeln könnten oder der Wille ganz klar von etablierten Personen ausgelegt wird. Und deswegen gefallen mir diese wilden, zusammengewürfelten Sachen irgendwie besser. Da wird natürlich häufig auch Voodoo und Zombies und sowas in die Ecke gestellt. Muss man aber ein bisschen aufpassen. Also man muss mit den Leuten reden. Das ist sogar meine Glücksmünze ist sogar von der coolen Marie Laveau, nicht wahr? Das ist ja die berühmte Voodoo-Priester. Du warst gerade in... Ja, genau. Warst du am Grab von Marie Laveau? Nee, ich gehe nur gerne in die beiden Läden. Also es gab ja zwei Läden oder auch alte Botanikas, die mit ihr nichts zu tun hatten. Also, sag mal, das sieht ja echt geil aus. Marie Laveau. Sehr schön. Hier ist sogar angelehnt an diese typischen... Ich habe sogar den vom höchsten Voodoo-Geden von Bavon Samedi, habe ich hier sogar ein riesiges Tattoo. Das ist sein Zeichen, also sein Symbol. Drauf. Und sowas gefällt mir halt, weil das ein bisschen, ja, ach, ich weiß nicht, das ist irgendwie, ich will nicht sagen menschenfreundlicher, Christen, Muslime, Juden können auch sehr menschenfreundlich sein, das ist Quatsch, aber es ist ein bisschen lebendiger und ein bisschen offener dafür, dass halt äußere Einflüsse jetzt nicht immer was Fremdes und Böses sind und so, sondern dass man das integrieren kann. Das kannst du auch direkt wieder auf die Zombies beziehen, wenn ich einen Alien treffen würde oder einen Außerirdischen oder einen Zombie oder einen Geist oder was auch immer, da fände ich super. Da würde ich sagen, ey, bleib doch mal was hier und lass uns, was auch immer du trinken willst, eine Tasse Luft oder Wasser trinken oder was weiß ich was oder Kieselstein und dann, das interessiert mich, lass uns doch mal reden einfach, ne, also. Was willst du denn als erstes fragen? Wenn du jetzt gar nichts oder erzählen. Einfach aus seinem Leben erzählt, aus seinem untoten Leben erzählt. Ja. Okay, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke dir.